Hey ho Leute, willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Need for Speed. Ich wollte gerade bei Elder Scrolls Online sagen, weil ich gerade voll in dem Spiel drin bin. Schaut auf jeden Fall auch bei Elder Scrolls Online vorbei. So, schaut dort jetzt vorbei, ist hier widmen uns wieder Need for Speed. So, können wir Leistungstune irgendwas noch bei unserem schönen GTR machen? Ich rede gerade ziemlich schön, kann das sein? Sei es drum. Und ich glaube nicht, dass wir da irgendwo noch was machen können. Ich will auch gar nicht, dass die ganzen Zwischenteile kaufen. Wieso soll ich jetzt beispielsweise einen 34er kaufen, wenn ich nachher einen 42er kaufen kann? Das ist Geldverschwendung. Das sparen wir lieber und kaufen uns nachher dann die besten Teile. Oder wir kriegen mal was von Amy geschenkt. Na, Reifen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tut mir leid. Ich glaube, das später können. So, wir gehen einfach mal raus und gucken mal, was es auf der Straße so zu tun gibt. Mal abchecken. So, ich will Amy-Mission machen. Auch wenn das mit Amy-Mission letztens ziemlich in die Hose ging. Mit dem einen Rennen mit Nakai Sans RWB. Gucken, ob wir diesmal ein bisschen bessere Ergebnisse erzielen können wie letztens. Ach, ich muss meine Kopfhörer ein bisschen lauter stellen. Ach, schön. So, wir gucken mal schnell auf die Karte und gucken mal, ob wir in der Nähe was zu tun haben. Nee, geil, natürlich nicht. Obwohl, hier oben ist Menu. Ja, dann fahren wir doch rüber zum Menu. Menu haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Aber wir fahren. Ja, wir fahren. Ich wollte ihn nicht verstehen. Ist klar. Denn Menu haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Und da wir jetzt auch mit unserem GTR ganz gut driften können, dann können wir uns auch ein bisschen Menu widmen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ja, Amy, bitte. Robin, du kannst es nicht allen recht machen. Ich weiß. Aber ich will seine Gefühle nicht verletzen. Lass uns später darüber reden. Also, Noob, hörst du? Travis hat was für uns. Vielleicht was Großes wie beim letzten Mal. Also, Ames, treffen uns später. Reden über das Problem. Ja, klar. Ich kümmere mich drum und melde mich bei dir. Cool. Bis später. Okay, Mann. Schieb deinen Hintern zur Garage. Travis ist wohl da und meditiert. Krieg den GTR nicht rum. So, zur Garage. Ja, machen wir später. Ich krieg den GTR nicht rum. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. GTR kriegt man nicht rum. Das ist unglaublich. So, wir fahren zuerst zum Menu, denn das hatten wir vor. Und was wir jetzt vornehmen, das Team natürlich auch durch. Danach können wir nochmal zu Amy fahren. Mal gucken, was der liebe Travis für uns vorgesehen hat. Obwohl, wenn ihr ziemlich Krankheitssymptome von mir im Hintergrund hört, nicht wundern. Der Gräserpollenflug bei uns in Österreich ist gerade so am krassieren und ich muss trotzdem aufnehmen. Ich will nicht, dass die Folge kommt. Das ist ja lustig, wenn man wirklich ein bisschen länger beschäftigt ist als das Player, dann fühlt man sich schlecht, wenn man eine Folge ausfällt. Das ist tatsächlich so. So, dann versuchen wir mal das Beste draus zu machen. Auch wenn der Rayon heute ein bisschen am Kränkeln ist, aber egal, lassen wir das so stehen. Nein, ich will keine gute Besserung für schöne Kommentare. Oh, wenn ihr Bock drauf habt, bitte. So, Manu, ich bin da. I'm ready for take-off. Ich fahre hier eine Rakete, erst mal dem her. So, Manu, hallo? Triggerst du bitte? Manu. Mittel. Hartes Licht. Hey, Junge. Bist du bereit? Ach, ich bin sowas von bereit. Ja, ja. Ja, okay, ist gut. Okay, alles klar. Dann versuchen wir mal den GTR so quer wie möglich zu fahren. Oh Mann, ich hasse Leute, die sich vor mir fahren. Oh, shit. Ich muss mal ein bisschen weiter vorzusetzen. Versuchen wir mal quer zu fahren, so gut wie es halt geht. Nein, zumindest. Geil. Ja, das soll sein. Das ist schon wieder die ganze Punkte, aber nein. Ich weiß nicht. Ramm mich nicht. Hol ich hier weg. Oh, eine schöne lange Kurve. Das sind nicht GTR-Kurve. Können wir driften. Sehr schön. Geh weg. Alter, ich hab mich gerade aus dem Konzept gemacht. Ja, ist klar. Aber wir wollen die Karre. Wir werden beide gerade in Totalschaden gelandet. Ich hätte mal zu Ausnahme für 2000 gefahren. Auto. Geil. Erst und zweiten Platz haben wir schon abgegeben. Und sind mal zurück. Oberer auch viel zu weit hinten angefahren. Fand ich ganz so gut. Verlieren die anderen Leute mega, ne? Das ist unglaublich. Geh weg. Versuch hier alles quer zu fahren. Ich muss auch auf die anderen Leute Rücksicht nehmen, das ist hier der Nachteil hier. So, kann ich einmal bitte weiter vorrücken? Aber hier steht nichts vor. Ich bin nicht, ich darf nur mitfahren. Weg von mir! Mann, ich konnte Drift nicht richtig anfangen wegen dir, du Pisskopf! Verpiss dich jetzt, ich dräng dich jetzt weg, komm, verpiss dich! Wie rabiat ich heute fahre, ist auch schön. So, wir boosten immer mit Nitro. Was will denn der Pisskopf?
Alter, ich kick dich aus dem Leben! Komm hier mal quer hoch. Kann ich da mal wenigstens Zweiter werden? Das wäre schon ganz reiz. Jetzt schon wieder. Sorry. Was war das denn? Ich hab ja voll aus dem Leben gesehen. Ich hab so nichts gegen. Ja, ist okay. Manu, kannst du mal bitte deine Leute hier maßregeln? Die sind echt am Eskalieren hier gerade. Selbst schon. Ich terminiere sie auch alle, ne? Der hat ja mich weggerafft, der landet das nächste in der Leitplanke, Leute. So ist das. Wie ich schon zwei komplett ausgeschaltet habe, das ist schon krass. Das ist geil. Ja, schöne Querkurve hoch. Sehr geil, jetzt bin ich auch vorne, jetzt kann ich punkten. Ohne dass mir jemand vor die Karre fährt. Wie soll das denn nicht sein? Ich muss so lange querfahren, wie es nur geht. Ich gucke auch gerade nicht auf die Punkte. Ich einfach nur coole Drift hinlegen. So. Ja, nee, sie wird. Hat es jetzt nicht. Geil, danke dir. Dass wir Patz am Ende gehabt haben, wo ich die Leitplanke geküsst habe, hat er ganz den Drift nicht gezählt. Mega. Mega geil. Supi, ja, ist okay. Ja, Mann! Alle der Drift hat's gebracht. Aber die fahren die Drift alle noch. Ich bin weiter vorne als die. Okay, da vorne haben wir wieder einen schönen langen GTR-Drift. Das ist sehr geil. Mann, ich wollte den Drift noch hinlegen. Aber wir sind Erster, sehr geil. Reicht. So, sehr geil. Ein Mann Abrisskommando. Oh ja. Oh, oh ja. Also das war ein Abrisskommando. Zwei Wagen haben wir komplett aus dem Leben gekickt. Sehr schön. So, dann werden wir heute irgendwie runterfahren. Ja, Manu, was gibt's? Hey, die Nacht ist nicht zu Ende. Der nächste Lauf wartet schon. Wir der nächste sehen. Lauf? Ja, ja, Manu, der nächste Lauf wird auf jeden Fall kommen. Ja, das ist ja dann unendlich nach. Geh weg, ich hab dich schon zerstört. Richtig. So, dann fahren wir mal zu Amy runter. Gucken wir mal. Was ist der gute Travis so fürs Bereichfeld? Ich bin mega gespannt. Ob er wieder eine Karre geklaut hat? Ich hab keine Ahnung. Oh, was sollte er sonst geklaut haben? Ich muss auf jeden Fall auch mal wieder unseren Supra ausfahren, damit wir die Donuts hier machen können. Ich glaub, ja, ihr wisst, Leute, ich muss in jeder Folge einen Baum küssen. Ich bin nämlich Umweltaktivist. Das steht schon in meinem Vertrag. Ja, bin gespannt, wie viele Leute mir wieder hier abkaufen. Ah, der GTR hier hat so schön Bums, das ist so geil. Ah. Ja, schön, sehr schön, schön. Sehr geil. Mit Nitro durch. Ja, das ist schön. Ja, da hat mich leicht verbremst fast, aber egal. Da hat mich verbremst. Geil, lass uns auch trotzdem stehen. So, Travis. Ich bin da. Was hast du denn diesmal geklaut? Ich habe böse Vorahnungen. Als ich das erste Mal einen Gymkhana von Ken gesehen habe, wusste ich das Style. Pipapo, lass mich ja ausreden! Danke. Hey, yo! Achte auf die Balance. Fang mit der Seele an und der Körper folgt, Bruder. Sieh dir die Wagen an. Immer sieht man nur die Wissenschaft, die Konstruktion. Verbesserung brauchen eine Vision. Du musst ein Künstler sein. Und wie jeder respektable Künstler fangen wir innen an. Das Herz ist der Motor. Und ist das Tuning des Motors erstmal perfekt? Konzentrieren wir uns auf die Verbindung zum Asphalt. Travis hat Verbindung zu einem Spezialisten. Top-Tuning-Teile für die fehlenden 10%. Ich habe Nakai-san mal einen Wagen bauen sehen. Er brauchte 4 Stunden nur für einen einzigen Kotflügel. Leute kamen und gingen. Die meisten erkannten nicht mal die Perfektion. Aber bei Nakai-san war jedes Blech ein Pinselstrich. Ein Meisterwerk. Genau aus dem Grund wird er niemals kommen. Keine Sorge, er wird kommen. Oh Travis, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Ich weiß das wirklich nicht. Oh, Travis.
So, unser schöner GTA. Ich dachte, wir kriegen jetzt was Cooles. Warum kriegt nur Amy was geschenkt? Warum mussten wir da jetzt dabei sein? Ich hätte auch was haben wollen, Mann! Oder haben wir jetzt auch Teile bekommen? Nein, das hatten wir alles schon. Alles klar, dann fahren wir mal wieder raus. Ja, ist okay. Danke, Travis, dass du uns so auffällt und das Let's Play in die Länge ziehst. Lass die Cops mit leeren Händen zurück und die Leute. Ja, Mann, ich darf nie lesen. Okay, lass. Ich lese nicht mehr. Passt. Okay, ist okay. So, dann fahren wir noch einen schönen Rayonity GTR mal wieder raus. Nein, ich will die Garde betreten. So. Was haben wir denn in der Nähe? Robin. Robin sind wir auch länger nicht. Okay, dann fahren wir zu Robin. Alles klar. Ist ja auch kein weiter Weg hoch. Machen wir einfach mal. Oh je, yeah, hat jemand das Spiel verlassen. Oder sind wir beigetreten? Das geht ziemlich schnell. Das ist das große Problem an dem Spiel, das Online. Wenn man wirklich mit jemandem zusammenspielen will, ist es sau schwer, eine Lobby zu finden. Ich weiß, vielleicht kriegt man einfach nur dumm. Kriegt es einfach nicht hin, dass man eine eigene Lobby erstellen kann, aber mir ist da nichts bekannt. Man muss einfach nur. Man kann zwar einer Lobby von einem Freund beitreten, aber das Lustige ist. Eine Lobby. Au, ich krieg das nie hin, die Kopf. In eine Lobby passen nur 8 Spieler rein. Und das ist zu 90% voll. Ich glaube, das ist 80% voll, in der man reinschaut. Deswegen ist es ziemlich heikel, wenn man jemandem beitreten will. Auf Deutsch gesagt, es gibt viele. Fahren wir mal den Berg hoch mit unseren Zivilisten. Mit unseren Zivilisten fahren wir den Berg hoch. Alles klar, okay. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, wir waren doch eh so langsam. Wahrscheinlich hatten wir trotzdem 150 km, auch wenn wir uns schnell vorkommen. Ja, wir hatten ja nicht 150 km. Ja, Amy, bitte. Ein paar Fahrer, die es wissen wollen. Klingt gut, also komm schnell her, okay? Nein, ich fahr jetzt mit Robin. Nein, Amy, alles nach der Reihe. Wir machen alles, keine Sorge. Ich komm schon zu dir. Aber später. Zuerst fahren wir mal mit Robin. Wahrscheinlich ist das wieder so ein blöder Drift-Train. Oh, ich hab hier gar keinen Bock. Ich bin nämlich kein Fan von Drift-Trains. Driften ja, finde ich geil, ne? Ich liebe es, eine Karre quer zu halten. Das ist mir eigentlich das geile Gefühl, auch besonders in dem Spiel, weil es so smooth einfach durchläuft, ne? Aber Drift Train, wenn man einfach vor der Gruppe bleiben will, finde ich es krass. Ja, zieh um die Kurve mit 500! Was ist denn los heute? Die Karre kommt ja schon im Totalschaden an. Warte mal. Nein, nicht mit 100, will ich nur wenig. Und das passt total. Okay, lass mal einfach mal links gehen. Ich müsste halt alles einfach. Irgendwann mal ist es auf jeden Fall kein Tor, aber. War das nicht extra hoch? Schaff ich nicht, oder? Okay, doch, ich bin schafft hoch. Ich bin das Fahrzeug danach, verdammte Scheiße. Ich hoffe auf einen echt richtig heftigen Motorblock oder so. Da kann man hier eine Karosserieteile schicken, ich weiß nicht. Zeit Nitro! Ja! Wie geil! Zeit Nitro und besseres. Nice! Das finde ich. Bei unserem Fahrstil eigentlich Aktionstitus kann, glaube ich, besser wäre. Wir driften. Wir driften ja alle, jede Kurve. Wir küssen auch jede Leitplanke. Das ist auch so schön. So. Ich bin jetzt hier abgangs gekommen. Oh shit, das war Fehler. Fehler. Oh shit. Arme GTR. Oh, tut mir leid. Alter, wie die Front schon wieder aussieht. Die ist komplett zerdeppert. Die sehen aus wie so eine belämmerte Bulldogge. Bulldogge, ja. Bulldogge, so. Flasher würde mich schlagen für diese Aussprache. So, da sind wir. Amy! Super Leute, oder? Also dann, bleib nah dran und mach keinen Fehler. Ich soll keinen Fehler machen, alles klar. Nah dran bleiben, ist Drift Train. Oh nee. Drift Trains hast du. Die fahrt doch mit mir mit, oder? Hab ich gehört. Das zählt, oder? Komm, nee! Das hat nicht gezählt, weil ihr Dulle zu blöd seid zum Fahren, oder wie? Jetzt kommt Fahrt vor! Fahrt mit wenig nicht vor die Karre, ich sag's euch. Fisst euch! Ihr seid einfach fucking nochmal zu langsam! Es tut mir leid!
Robin, fang jetzt! Eigentlich schon fast schön. Weiter, schneller! Hallo, die nächste Kurve zählt bei mir dann schon nicht mehr. Komm, mach rum! Kommt hin! Überholen, nicht reinfahren! Robin, geh weg! Wir greifen nicht aus, aber trotzdem hinkriegen. Nächste wunderschöne Kurve! Ja! Wie viele Leute muss ich heute noch aus dem Leben kicken, damit ihr mir merkt, dass ich mit dem Rennen gestört habe, die Pissköpfe! Robin, geh weg, danke! So, wunderschön! Weil die nächste Kurve zählt hoffentlich auch noch! So, das sieht aber sehr nützlich. Ich habe gerade echt nicht gezählt, der Dreck, weil ich die Ralefka gebietet habe. Leute, ich bin gleich wieder außer Radius. Komm, ich brauche doch Speed für die Kurve hier. Die Pissköpfe. Wo soll ich das hier querfahren ohne Speed? Mann! Ich hasse Drift Trains. Ich hasse sie so sehr, aber er fahrt durch vor, das ist überhaupt kein Problem. Und so sehe ich gleich wieder. Da vorne ist das. Ihr wollt mich verarschen. Jetzt starten wir das halt neu. Wie ich Drift Trains hasse. Mann! Müsste ich nur driften, hätte ich jetzt den Driftpunkt von 120.000. Aber immer weil diese Dullis bleiben zu böse, das ist assi, Mann. Ja, Drift Trail, mach hin. Betrifft die Zielpunktzahl mit Robin. Warum? Mit Robin. Ich hasse dich, Robin. Robin ist mir eigentlich so sympathisch, aber diese Drift Train Scheiße. Das ist assi. Nee, das geht gar nicht. Fahrt ihr bitte ein bisschen Ihr fährt 60. Ich wollte schnell, keine Sorge. Das war schon mal ein wunderschöner Drift. Sehr schön, 8000 haben wir schon im Sack, das finde ich sehr geil. Herr Robin, 10.000 haben wir schon im Sack, ein Viertel haben wir also schon. Wieso bremst ihr hier? Fahrt doch voll rein! Ihr habt doch alle eine Handbremse, zirbelt doch eure Karre einfach rum, Mann! Das ist doch nicht die Hell. Jetzt habt ihr einfach mal Zivilisten, Robin, das ist sehr geil von dir. Wie können die aus dem Stand driften? Ich brauche doch meinen Boost mit meinem GTR. Ich mach hier keine Driftkarre. 60.000 haben wir wenigstens schon. Ich lasse einfach mal wieder ein bisschen vorfahren. Fahrt doch ein bisschen schneller, verdammte Scheiße. Die bremsen, ich sehe die Bremsleuchten. Wieso bremsen die, verdammte Scheiße? Haben die Schiss? Habt ihr Schiss vor der Geschwindigkeit? Dürftet ihr aber nicht driften, im Spiel ist Driften eine gute Wahrscheinlichkeit dafür, dass man schnell wird. Ich sag's euch, seht ihr mal. Wenn das nicht Creme de la Creme war, ich sag's euch. Okay, diesmal schaffen wir die 40.000 easy. Man muss halt auf die anderen Leute Rücksicht nehmen, was ich hasse. Ich bin ein sehr egoistischer Mensch, was das angeht. Mann! Fahr mir die. Fahr doch ein bisschen enger. Das ist ein Supra, das sollte gehen. So, jetzt fahr ich davon, schön. Ich kann das jetzt einfach durch, scheiße voll. Selber der Gruppe und Punkte zusammen. Ich brauch keine Punkte mehr. Ich fahr da jetzt einfach durch. Ja, geil! Ich hab den nächsten aus dem Leben gekickt. Okay, wenn man selber schnell fährt, dann kommen die erst doch hinterher. Also klar, dann üben wir das nächste Mal. So, easy! Zielpunktzahl 43.000. 59 haben wir, easy. Zweiter Versuch, als hätte doch funktioniert. Ui, Raketenfahrer, Respekt. Schön. Ja, Robin, bitte. Mann, das war irre. Ich fahr gleich das nächste Rennen. Solltest du auch. Ja, sehr gerne, aber warum Drift Train? Eigentlich müssten wir erstmal wieder zu Spike ballern, oder? Spike hat hier zwei Speedrennen. Da könnten wir eigentlich mal runterballern. Und was wir auch mal unbedingt machen müssen, ist das hier. Das Rundkursrennen von... ich weiß nicht mehr, wie die Tante hieß. Melissa hieß sie, glaube ich. Fahre ein Rennen oder über mehrere Runden bis zum Ziel. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Ich glaube, erstmal, Leute, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Schreibt mir mal die Comments, Bipo und so weiter. Ich weiß, wie es läuft. Lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung und so weiter. Und wenn wir erstmal ein paar Tabletten reinpfeifen, damit mein Zustand hier besser wird. Ihr merkt es wahrscheinlich sogar bei der Stimme, dass da ein bisschen was am Abboxen ist gerade. Aha, ich bin zu assi. Ich muss aufnehmen. Die Folgen dürfen nicht ausfallen. Content für euch, Leute. Das war gerade schleimerisch. Ich liebe euch alle, meine Freunde. Habt euch alle lieb. Kauft mein Merch. Nein, das ist jetzt keine Farce auf eine gewisse YouTuberin. Ach, wie deutlich kann man werden. Rayon, halt die Klappe. Okay, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.